Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei einem Wochenimpuls für das Sternzeichen Löwe. Wir sind in Kalenderwoche 10 und die beginnt am 6. und endet am 12. März. So, ich möchte einmal schauen. Die ist rausgefallen, die nehmen wir. Oh, Eifersucht. Löwe, Löwe. Dann schauen wir mal, was die Tarotkarten dazu sagen, zu der Eifersucht. Okay. Ein neuer Umgang mit der Eifersucht. Na, da will keine fallen, dann nehmen wir doch die. Oh ja. Okay, wir haben hier auf der einen Seite, oh, das wirkt so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite haben wir hier die Eifersucht, auf der anderen Seite haben wir hier so ganz liebevolle Gedanken, so was ganz Kuscheliges, Weiches, Liebevolles. Aber wir haben hier einen neuen Umgang und das ist wichtig hier bei der Legung, ne? Hier scheint es zwei widersprüchliche Pole zu geben. Auf der einen Seite ist man eifersüchtig und macht Theater, auf der anderen Seite ist es hier aber auch so ein ganz liebevolles und freundliches Miteinander. Und es kann sein, dass es von hier nach da gehen soll oder dass diese beiden Elemente bereits da sind. Ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Jetzt geht es hier darum, einen neuen Umgang zu finden. Ne? Der Wagen ist immer etwas Neues, ein neuer Aufbruch. Ich habe die besten Intentionen, das zu tun und ich mache mich auf den Weg und habe beschlossen, es anders zu machen. Das ist wichtig. Ne? Der Löwe ist feurig, der Löwe kann auch gut eifersüchtig sein. Und dann geht's richtig ab. So, und das ist natürlich meistens nicht förderlich für eine Beziehung, gerade wenn die Eifersucht nicht wirklich begründet ist, ne? Von daher, hier geht es tatsächlich darum, einen neuen Umgang zu finden. Vielleicht wirst du auch vor eine neue Herausforderung in Sachen Eifersucht und Liebe gestellt. Das kann auch sein. Das ist tatsächlich auch so eine schwierige Nummer. Das könnte tatsächlich, wie gesagt, eine Aufgabe sein, die dich hier erwartet als Impuls. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr günstig, jetzt einen neuen Umgang damit zu finden. Wie der dann schließlich aussieht, weiß ich nicht. Das musst du dann selber schauen. Aber scheinbar ist das was, was gerade wichtig ist in deinem Leben. Okay, lieber Löwe, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.